der besten Übungen, die du nie machst, die nicht in deinem Trainingsplan drin ist. Das ist das heutige Thema des Videos. Mit der Kettlebell führen wir diese Übung aus. Ich gehe mal davon aus, viele, die im Functional Fitness und im CrossFit unterwegs sind, die kennen diese Übung. Allerdings ist es nur eine relativ kleine Bubble. Alle da draußen, die sonst in den Studios trainieren, die vielleicht zu Hause trainieren, die seit der Pandemie sich eigenes Equipment zugelegt haben und eventuell auch eine Kettlebell haben oder mehrere Kettlebells haben, machen diese Übung mit großer Sicherheit nicht, obwohl sie so einen großen Benefit hat. Deswegen heute mal das Video zu dem Thema Sumo Deadlift High Pull. Ja, das Sumo Deadlift High Pull sagt die Sache an sich schon, beginnt mit einem Deadlift, aber dem Deadlift geht es noch weiter, das heißt, wir ziehen das Gewicht nur nach oben. Sumo ist der breite Stand, der genannt ist. Ich zeige jetzt einfach mal die Übung im Ganzen und zerhack sie dann in mehrere Einzelteile. So, jetzt zeige ich es noch einmal von vorne. So, warum finde ich die Übung so gut? Also zum ersten Mal hat sie einen gewissen Cardio-Aspekt. Der Puls geht schön nach oben, weil wir die Kugel eben von unten beschleunigen. Ihr merkt das jetzt auch an meiner Atmung. Jetzt gerade 10 Wiederholungen gemacht, das ist nicht besonders viel. Dennoch komme auch ich aus dem Atem. Das heißt, diese Übung funktioniert schon mal für ein konditionelles Training. Ja? Es ist ja immer gut, dass wir Kraftübungen mit konditionellen Übungen miteinander verbinden. Und wenn wir beides in einem Package haben, dann freuen wir uns natürlich, weil dann müssen wir ja nicht so lange trainieren, müssen das Ganze nicht einteilen in was sind Cardioübungen und was sind Kraftübungen. Und wir können das auf einem ziemlich kleinen Platz, Ort, Stelle in eurem Keller, in eurem Wohnzimmer, wo auch immer, in eurer Garage machen. Eigentlich reichen euch 2-3 Quadratmeter, viel mehr braucht ihr dafür nicht. Also, das Ganze finde ich deswegen so gut. Konditioneller Aspekt habe ich schon gesagt, Kraftaspekt auch und vor allem haben wir eine schöne aufrichtende Bewegung, die im Alltag höchstwahrscheinlich nicht so oft vorkommt. Das heißt, wir haben richtig schön hinten die Schulterblätter, die wir zusammenziehen, dabei. Wir richten uns auf, das heißt, wir gehen im Endeffekt in eine entgegengesetzte Haltung, die unserer Körperhaltung im Laufe des Tages so entspricht. Handy, Laptop, Autofahren, Einkaufen, Kinder tragen etc. Weil wir uns nämlich in diese Richtung aufrichten. Das heißt, die Wirbelsäule mag es auch, in diese Richtung aufgerichtet zu werden. Wir haben ein Gewicht dran hängen, das heißt, wir arbeiten gegen Widerstand. Und in dem Fall habe ich es sogar noch schnell kräftig gearbeitet. Das heißt, wie ähnlich wie bei einem Kettlebell Swing, habe ich aus der Hüfte hier maximal beschleunigt, damit die Kugel in diesem Fall eben nach oben kommt bis unters Kinn. Das heißt, muskulär gesehen ist es an sich ein Ganzkörperdrängen, weil ein Kettlebell Swing ist auch eine Ganzkörperübung. Und wir haben die hintere Kette dabei, wir haben die Hamstrings dabei, wir haben die Oberschenkel dabei, wir haben die Glutes, wir haben die Po-Muskulatur dabei, wir haben natürlich immer den Rumpf dabei, weil der natürlich in der Mitte stark beteiligt ist. Und Unterkörper mit Oberkörper miteinander verbindet und wir haben natürlich dann dieses Aufrichtende noch dabei, das heißt die hintere Schulter im Optimalfall und auch den oberen Rücken haben wir dabei. Ja? Eine schnellkräftige, schöne, dynamische Bewegung. Ich habe mir jetzt hier eine Kugel rausgesucht, die hat jetzt 24 Kilo, dafür muss man die Übung schon ein paar Mal gemacht haben. Man kann natürlich mit weniger Gewicht auch anfangen. Nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren, das Video zu teilen, euren Freunden zu zeigen, das Ganze zu liken und natürlich die Übung auszuprobieren und mir ein Feedback zu geben. Und wie gesagt, ich zerteile das Ganze jetzt in ein paar Kleinigkeiten. Also,
Position Nummer 1 ist der Sumo Deadlift Stand. Das heißt, die Kugel steht zwischen den Füßen, die Knie gehen nach außen. Im Endeffekt gehe ich in so eine ähnliche Position wie Squat, beuge mich dann aber nach vorne und bleibe mit dem Po eben ein kleines bisschen weiter oben. Ich gehe also nicht in eine Squat-Position runter, sondern bin eher in einer Hip-Hinge-Position. Wenn ich jetzt nur den Deadlift mache, dann sieht es so aus. Ja. Spannung ist auf der hinteren Kette. Ich hole mir das Gewicht vom Boden bis zur Hüfte. Da habe ich einen Deadlift gemacht. Der zweite Bewegungsablauf ist dann, dass ich die Schultern nach oben ziehe. Das heißt, nach dem Sumo Deadlift ziehe ich die Schultern nach oben und am besten auch nach oben hinten. Und die dritte Bewegung ist dann, nachdem ich die Schultern hochgezogen habe, dass ich die Hände Richtung Kinn bringe, sodass der Griff meiner Kugel unter dem Kinn ist. Mein Oberkörper geht nach hinten und meine Ellbogen gehen, und das ist wichtig, nach oben, sodass meine obere Rückenpartie und meine Schultern muskulär auch hinten zusammengezogen werden, dass es eine positive Bewegung ist. Ich komme gleich noch zu ein, zwei Punkten, die problematisch sein könnten, die aber nicht problematisch sein müssen. Ja? Also nochmal, Deadlift ist die erste Position, Shrug ist die zweite Position und hier nach oben ziehen ist die dritte Position. Genauso das Ganze wieder rückwärts, Kugel runter, Schultern runter, Hüfte und Knie wieder in die Ausgangsposition. Ja, und wenn ich das schön schnell kräftig mache, das heißt, ich komme von hier, beschleunige aus der Hüfte heraus. Meine Hüfte ist auf jeden Fall, das ist ein sehr guter Übertrag dann zum olympischen Gewichtheben, reißen, stoßen und umsetzen, dass ich erst meine Armbewegung, meine Oberkörperbewegung einleite, wenn meine Hüfte voll gestreckt ist, weil ich dann eben eine gute Kraftübertragung von den Beinen auf den Oberkörper habe. Ja, erst kommt hier die Streckung und dann nehme ich diesen Schwung hier mit und das Ganze mache ich dann eben auch wieder rückwärts. Sagen, wo könnte es denn problematisch werden? Da wir hier eine Innenrotation mit der Schulter machen, und viele durch die Alltagspositionen, Laptop, Handy etc. dort eingeschränkt sind, kann es natürlich sein, dass sich diese Position sie nicht so gut anfühlt. Deswegen empfehle ich euch, die Innenrotation der Schulter zu checken, zu prüfen, gucken, wie sich das anfühlt, ob das sich schlecht anfühlt und die dann zu verbessern, wenn sie eben noch nicht in der Position ist, in der sie mal war oder in der sie sein sollte, damit die Übung gut abläuft. Das heißt, was ihr machen könnt, ist den Arm hier nach hinten bringen und versuchen, mit der Hand eben so weit wie möglich nach oben zu kommen. Ja, dann habt ihr gecheckt, Innenrotation, A, ist es schmerzhaft, B, wie weit komme ich nach oben. Ja, mit einem Besenstiel oder Holzstab könnt ihr euch da helfen, indem ihr die Hand unten so positioniert, dass es eine Innenrotation ist, und mit dem oberen Arm hochzieht. Um diese Position zu verbessern. Eine zweite Übung, die ihr machen könnt, am Boden, ohne den Stab. Ihr legt euch seitlich auf den Boden, winkelt den Arm, den unteren Arm 90 Grad an und dann checkt ihr, wie weit ihr hier runterkommt, ohne dass die Schulterblatt sich vom Boden löst. Ja, jetzt habe ich hier eine gewisse Range, ich komme also nicht so weit zum Boden runter, kann das aber auch auftrainieren, indem ich mit der anderen Hand nachhelfe, Druck gegen Druck, um damit meine Beweglichkeit in der Rotation, in dieser Innenrotation zu verbessern. Umso weiter ich mit meinen Fingern Richtung Boden komme und es nicht unangenehm ist, desto besser
ist dann meine Innenrotation. Das kann man also sehr gut als Warm-up nutzen, damit ihr hier kein Problem habt. Ja? Ansonsten Sumo Deadlift High Pull, eine der Übungen, die ihr wahrscheinlich nicht in eurem Trainingsplan drin habt, aber ab jetzt beschäftigt ihr euch damit, packt sie da rein, steigert euch langsam mit dem Gewicht. Man kann da als Mann auf jeden Fall über 20 Kilo, 24 Kilo, wahrscheinlich auch noch mehr Gewicht transportieren. Als Frau kann man auch mit 10, 15, 16 Kilo dann anfangen. Kettlebell empfehle ich, die Übung gibt es auch natürlich auch noch als Langhantelübung. Da ist das Ganze aber ein bisschen sperriger, da greift man das Ganze ein bisschen anders. Deswegen meine Empfehlung, das erstmal mit der Kettlebell zu machen. Ja, Coach at Z-Sports freut sich darüber und ihr könnt natürlich auch noch die anderen Kanäle, Instagram, checken und mir folgen.